Tot. Mir tut mein Rücken so weh. Ich kann die eine Seite nicht belasten. Meine rechte. Du hast keine rechte. Es ist aber eher hier so in der Seite. Unten. Der Marlies muss natürlich auch vernünftig liegen. Er muss hier Platz machen. Strampler passt ja nicht. Nein, das Kind wird groß. Schon weg. Morgen Einschulung. Ungefähr so ist es, weil ja, ist ja auch schon wieder fast um. Wir haben Mittsommer verschlafen. Ja? War das schon? Oder ist, kommt es jetzt? War doch am 21. Juni. Toll. Ja, da schluckt selbst das Junge. Ja, wir sehen uns gleich im Laden. Was war noch? Felix war gestern da, hat berichtet von seinem ersten Tag, der nicht sein erster Tag war. Sagen wir mal so. Also bei Felix ist es so gewesen, er hat gestern verschlafen. Zu seinem ersten Tag. Strafarbeit. Weil er keinen Wecker hat, hat er gesagt. Jetzt habe ich ihm Wecker mitgegeben. Also sie sind ja wirklich wie kleine Kinder alle. Er kommt mir echt vor wie mein Sohn, weil mein Sohn war gestern auch da kurz. Da bin ich halt gar nicht im Block. Der verschläft ja auch immer. Felix ist ja doppelt so alt wie mein Sohn. Das ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, was da los ist. Jetzt habe ich einen Wecker mit ihm, eine Ausrede für heute hat er nicht, außer, der hat nicht geweckt oder so ein Scheiß, kann ja auch sein. Den habe ich ihm so ja gestellt, weil er nicht wusste wie. Das ist total. Wie groß muss er denn da sein? 6 Stunden muss er arbeiten bis 18 Uhr, also um 12. Das muss doch machbar sein, Kinder. Das muss doch machbar sein. Ja, aber ich meine für so ein... Eine halbe Stunde kam er zu spät. Dann haben sie zu ihm gesagt, geh mal lieber nach Hause, ansonsten hast du jetzt schon... Eine Abmahnung und Lohe. Naja, wenn er da, ich weiß ja nicht, wie die Note funktioniert, aber kann ich mir jetzt so vor, hat er so 2 Abmahnungen oder was, dann muss er die Strafe, darf er die Strafe nicht mehr abarbeiten, sondern dann müsste er in den Knast gehen. Prost, guten Morgen, Kaffee auf alle Fälle. Und wir hoffen mal für Felix, dass er es heute schafft. Nein, keine Elix. Kein Elix? Naja, war er da. Und der kommt nachher auch noch wieder und erzählt uns dann, was passiert ist. Ein paar Fotos hat er mir verkauft. Also, die habe ich ihm abgekauft. Waren ganz interessant. Ja. Naja, also. Mama, du redest mit Papa. Ich sehe der Papa. Ich muss schon was. Und du musst auch schon was. Schießen. Schießen? Ja. Und das ist wie auch. Und Papa nicht. Papa ist sie. Ja. Nein. Mit den Händen anfassen. Du hast einen Kratzer auf der Nase immer noch. Na du. Die hilfst du nochmal mit aufräumen? Was? Hm? Hm? Also hilfst du aufräumen? Aber das kann man Kinder immer aus dem Konzept bringen. Ja, weil ich finde das ja wichtig, dass man Teile auch mal auseinander nimmt, um zu sehen, wie sie funktionieren. Und wenn man dann den Fehler entdeckt, dann kann man die noch reparieren. Also ganz ehrlich, die gesamten Zeugnisse interessieren keinen Menschen. Nur zum Schluss.
Das ist völlig wurscht. Und dann irgendwann auch nicht mehr, wenn du schon im Arbeitsleben bist. Eben, das interessiert keinen Menschen. Keinen mehr. Genau. Wenn du gut bist, dann ist es scheißegal. Dann kommt dein Arbeitszeugnis an. Ja, oder eben auf deinen Charakter. Wenn du gut bist und du kannst so viel im sozialen Bereich machen, wo auch ja keinen interessiert, machst du auf. Ja. Es gibt so viele Sachen, wo man eigentlich auch mit einem miserabelsten, mit null abgang, könntest du einfach dich einbringen, integrieren und richtig was reißen. Bloß die Erkenntnis muss man erstmal haben. Du denkst ja immer, oh nee, du musst den Beruf, dies, das, jenes machen oder so. Also das Problem ist, dass du nicht durchkommst natürlich, ne? Wenn du dich irgendwo bewirbst und die dann einen Scheiß zurück musst. Du musst ja nicht bewerben, du musst einfach was machen. Dieses ganze Bewerben, dieses ganze oberflächliche und... Man und, könnte Praktikum und, machen, zeigen, dass man was Gutes kann. Ne? Ja, genau. Hat man auf eine Einstellung genau, drauf. Genau. Und da sagt keiner, berechnet keiner dein Gehalt aufgrund deines Abgangszeugnisses oder so. Das ist logisch scheißegal. Ja. Außer natürlich, wenn Abitur erforderlich ist bei irgendwas, das ist natürlich eine andere Geschichte. Das sind einfach nur, aber mit was du Abitur abgeschlossen hast, ist am Ende dann auch egal. Ich hab das Geschenk. Aber ich meine, so viele Sachen, es gibt so viel Bedarf an auch Leuten, die was... Also man könnte... Man könnte einfach anfangen. Na, wer weiß. Also. Aber die sagt, die Erkenntnis hast du eben nicht, wenn du gerade aus der Schule rauskommst und hast ein miserables Zeugnis, dann bist du erstmal, verdient die Presse nicht, was soll ich nur tun? Alle anderen haben schon ein Haus, Auto, Boot. Ich will auch. Und genau, dann sind sie alle sowieso leicht depressiv, warum auch immer. Völlig überfordert mit allem, mit der Welt da draußen. Es war so schön damals eigentlich, wie wir dann abends immer noch zum Mona Lisa gegangen sind und so. Ne? Und dann haben wir für 18 Euro so viel Essen gegessen. Ja, ich habe meistens Nudeln oder dieses... Dann haben wir mal einen Salat mit Ei. Salat gab es, dann hast du noch diese Focaccia gegessen. Mit extra Tomaten. Manchmal diese Aglio Olio. Auch noch. Und das, wir haben nie mehr als 20 Euro bezahlt. Nur aber jeden Abend waren wir da. Ja, wir waren da. Hat noch schön Zeit. Mit nicht mal einem Kind. 6 Jahre voller Spaß und Freude. Darauf Unbestimmtheit. Darauf folgten unendliche Jahre. Mit Quälerei, Sklavenarbeit. Schwanger sein. Schlaflosigkeit. Und seitdem war ganz schön abgebaut. Körperlich sind wir jetzt Wracks. Genau. Was ganz, eigentlich ganz gut ist, weil ich habe ja jetzt diesen Schwerbehindertenausweis hier von Elbund. Weißt du das? Nee, dann will ich, Tanja meldet sich nicht jetzt bestimmt, oder ich werde trotzdem mal Einspruch anlegen, weil mir geht es um die Begleitperson. Du kannst sie nicht lassen. Du siehst ja dann, die braucht dauernd Begleitung. Die Schlafwandel, die läuft weg, die erkennt keine Gefahren. Im Schwimmbad muss man sie begleiten, die springt einfach ins Wasser und weg ist die. Da kann man nicht sagen, naja. Kann man Hilflosigkeit genehmigen, aber keine Begleitung. Naja, aussetzen halt. Der süße Fahrt. So nennt man das doch. Hier, komm, geh mal. Immer. Wolfgang ist da. Wolfgang, Neuigkeiten. Lies mal vor. Ja. Noch was Schönes? In Ost-Berlin gibt es die höchsten Renten. Im Westen am wenigsten. Aber West-Berlin kriegen die Männer am wenigsten. Wisst ihr? Ist egal. Das siehst du um in Osten. Ha? Ziehst du um in den Osten? Nee. 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 Das ist. Da sind so viele, die sich jetzt suchen. Da wir auch gestern, vorgestern, ich hatte einen Raubüberfall, 50 Jahre Apotheke, dann wieder in Berlin. Meistens, die Woche heute ist das Berlin dran, morgen ist wieder in den Osten. In der Überschrift steht 61-Jährige bedroht Kinder. Da dachte ich mir, na Mensch, welche Frau macht denn das? Und hier im Artikel steht, ist ein Mann, 61 Jahre. Ja. Kleiner Schreibfehler bei der BZ.
Aber es wird ja auch nicht mehr gelesen, wahrscheinlich. Was steht auf der Rückseite? Prinz Charles, die Streisand war da was. War da was? Mmh. 40.000 Obstkisten geklaut. Na ja. Du bist damit anfangen. Das sind alle, das weiß ich nicht, wie soll ich denn das aus? Aha, alle Blödball, die haben alle nicht eine Birne. Güterschiff rammt Ruderboot. Was sagst du dazu? Ist schon nicht das erste, war schon mal, wir sind in Berlin auch schon mal. Da haben wir Mann so ein Boot gehabt. Waren alle Bären besoffen, der Bootsführer war besoffen und der Ruderboot war auch besoffen. Bis später, Volker. Dichtung austauschen bei SKS Pumpkopf. Zeig mal ganz schnell. Und danach geht's seriös weiter. Schraube. Auf. Schraube auf. Dichtung Nummer 1 raus. Dichtung Nummer 2 raus. Bei dem Dualpumpkopf sind beide Dichtungen gleich, nur eben gegeneinander gewendet. Wir nehmen auch gleich zwei neue und drücken die eine hier rein, ordentlich. Und die andere dann eben da rein, ordentlich. Pumpkopf wieder aufsetzen. Abdeckung wieder aufsetzen, so rum. Schrauben wieder rein. Na, eine Schraube dreht schon durch. Also wie gesagt, irgendwann muss man die Pumpköpfe auch mal tauschen. Aber jetzt tut es erstmal die Dichtung. So, und jetzt pumpt er wieder. Fertig. An diesem wunderschönen Rad ist hinten eine Speichelhose. Hier, die Seite. Okay, haben wir. Die muss ersetzt werden. Na, das sieht er erstmal auf. Dann möchte er einen anderen Lenker haben. Wie gesagt, einen anderen Lenker möchte er haben, andere Bremsen, das ist ihm alles nicht, ist ihm zu unsicher in der Stadt. Er kommt mit diesen Rennradbremsen, weil er das mit unten Bremsen kommt, er damit nicht so richtig klar. Das mache ich mal, bereite ich mal vor. Bestellt ist ja alles schon, das kommt ja nachher, das Material. Züge müssen sowieso erneuert werden, deswegen wieder Lieblingsbeschäftigung, Schere einfach abschneiden. So, jetzt ziehen wir das hier mal raus. Zeigen wir mal, wie einfach das ist im Grunde genommen. Da ist total verrostet sind die Züge. Den schrauben wir mal schnell ab. Ja, das ist Titanumbau auf Stadtfein. Ja, Klingel kommt natürlich wieder ran, die ist ganz wichtig in der Stadt. Sollte man unbedingt beibehalten. Ohne Klingel ist ja das A und O. Jetzt schauen wir mal, ob wir das hier rauskriegen. Oh, da hat schon mal jemand geflemmt. Ja, klappt wunderbar. Zack. Das Corpus Delicti
Schön. Ja, Vorbau hätte ich gerne mitbestellt, habe ich vergessen. Ich Idiot. Dann wird das ja perfekt. Als wird dafür gemacht, mit der Aussparung hier. Total witzig. Na, wenigstens heute Chance, pünktlich zu schaffen, wa? Hoffen wir. Nee. Ja, hoffen wir. Das ist so eine noble Matte. Der ist immer noch grün, seit gestern schon. Cool, cool. Ja, ich dachte mir, ich wäre ein... Genau, Bäcker hat funktioniert. Ganz cool. Ja. Schön. Bisschen, also ich war so früh davor wach und dann dachte ich, naja, was mache ich jetzt? Versuche ich nochmal zu verstellen, bevor ich losgehe. Und dann habe ich doch noch so viel zu räumen gehabt und so weiter. Jetzt die Tasche leer mitgenommen, sodass ich die CDs auch gleich mitnehmen könnte. Genau. Super. Flaschen wollte ich noch wegbringen. Und, kannst du machen, ja. Ja. Aber ganz bis nach dahin, wo ich wollte, habe ich es nicht geschafft. Ich dachte, ich schaffe es nochmal rüber zur alten Bude, nochmal zwei Kohlen. Ja, die sind best, ne? Die sind am Rand. Genau, ja, das stimmt. Mit Schell. Die saß wohl auch mal höher, oder? Ja, das bestimmt hier. Ja, das ist noch von gestern. Hm. Ich hege die Hoffnung nochmal, dass ich... ja, nochmal diese berühmte Inforkasse, eventuell, weil ich war zu gierig gestern und weiß nicht, wie ich jetzt den Tag bis heute Abend, also die 6 Stunden muss ich nämlich da bleiben, ne? Ich habe da nicht so Kulanz wie hier, dass ich mal sage, ich muss jetzt aber mal eine halbe Stunde Pause machen und Mittag essen oder so. Da ist wirklich... Zack, zack, am Ball bleiben. Da kannst du wenigstens, kann ich da mal 5 Minuten Raucherpause machen. Ja. Also auf den Punkt gebracht wäre mir, habe ich gehofft, dass du mir ins Money vorschießen kannst. Das soll wieder keine Regel werden, aber wir sind ja jetzt zum Glück auf Null sozusagen. Oder? Ist nichts mehr offen. Weißt, dass du das nicht so weitermachen kannst, oder? Das wäre auch immer ein bisschen Risiko. Aber ja, wenn ich halt nachher direkt herkomme, dass ich in den 3 Stunden eine Aufgabe hast du mich, ob das machbar ist, dass ich so einen Auftrag habe, dass damit ein 20 zu verdienen wäre. Oder von mir aus ein 10er heute und ein 10er morgen. Na, was machst du morgen? Aber ich einfach so, naja, morgen muss ich mich dann mal am Riemen reißen, einfach, aber ist natürlich immer klar, der erste Tag Aufregung, dass heute mal ein paar Sachen einfach unklar sind, wieder ein paar neue Leute da, wie was zu tun ist, oder was weiß ich, ich hab keine Ausrede, ich hab's halt nicht geschafft, ja. Ist halt so, ich hab hin und her überlegt, wie kann ich jetzt was, ne, erklären oder irgendwie wohl, hab dann einfach gemerkt, ja. Gibt nichts zu erklären. Genau, weil man kann sich nur beschweren. Exakt. Ja, über mich selber so, wenn ich nicht in Selbstmitleid versinke. Ja, die gebe ich jetzt einfach nur bei Inka und mehr. Die will sie nicht nehmen, die lasse ich dann einfach da stehen. Da renne ich jetzt nicht mal rum.
Was mich ein bisschen stört, ist, dass es nicht ganz das Blau ist. Aber ansonsten geil, sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Das ist natürlich mein Geschmack. Jetzt müssen wir mal gucken, was der Kunde dazu sagt. Warten wir mal ab. Also ganz geil, auf dem Foto sah der auch richtig blau aus. Jetzt hier im Gegensatz zu diesem Blau sieht er eher blau-grün aus, der Lenker. So ein bisschen auf der Kamera sieht er tatsächlich passender aus sogar. Vielleicht sieht es dann, also auf dem Kameramonitor, sieht er passender aus als in Wirklichkeit. Sieht es eigentlich ganz gleich, relativ gleich aus hier. Am geilsten ist natürlich, also es geht schon, das kann man schon machen, aber am geilsten ist natürlich hier der Vorbau, dass da genau dieses Logo dann auch nochmal drin ist. Ey, ist ja, ja, dass das mit diesem alten Vorbau und dem neuen Lenker so geil passt, finde ich echt schick. Ja, wie gesagt, die Farbe ist nicht ganz meins. Ansonsten vom Stil her finde ich die Lenker schon geil. Für mich wäre ein bisschen schmal vielleicht, aber der gute Mann ist nicht so breit wie ich, nicht so fett. Es schaltet nicht mehr gut. Ja, die Schaltung hat gar nicht funktioniert. Da habe ich jetzt den Zug getauscht. Aber ey, das Ding ist auch runter. Mensch. Acera-Schaltwerk. Das hat keine Spannkraft mehr auf den unteren Federgeschichten, weil total verdreckt. Das müsste man erstmal richtig sauber kerchern. Durchwaschen komplett. Der Schaltzug ist jetzt neu. Die Kette ist derart ausgeschlagen, dass man... dass man Schwierigkeit hat, sie einzustecken, aber nicht, weil vorne die Nase aufliegt, sondern weil die Nase hinten aufliegt. Ja? Und dementsprechend ist das Spiel. Also, und das schon auf Stahlritzel. Also Kette und Antrieb wechseln. In dem Fall auf alle Fälle. Was wollte ich noch sagen? Dann ist vorne der Zug, da ist hier oben, muss mal umgekippt sein, der Draht. Da ist hier oben die Stellschraube abgebrochen in dem Schalter. Da muss man schauen, ob man die rausbekommt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier stehen geblieben war. Hier, keine Ahnung. Achso, Antrieb und alle. Na, gut, hier ist, wie gesagt, alle dran kaputt. Ei, ei, ei. Neue Gängel. Entschuldigung, funktioniert auch irgendwie, aber eben jetzt auch nicht grandios. Oh, was ist denn los auf meinem Kanal? Was schreiben denn die Leute so? Mensch, wir haben ja überhaupt keine, wir haben ja überhaupt keine Community hier oder was? Fünf Leute seid gestern dazu, nee, seid vorgestern dazu gekommen. Herzlich willkommen, ihr fünf. So, Kommentarrunde. Oh, viermal wahrscheinlich Spam. Was? Warum denn viermal Spam? Na, gucken wir gleich mal in Spam-Ordner. Die Musik bringt einfach immer einen Like, oder? Jawohl. Sky Ranger hat nochmal was geschrieben. Genau. Skyranger kann es einfach nicht ertragen, dass hier Fahrräder stehen, die einfach mal langsam verkauft werden und eben nicht so schnell. Ich habe gestern, wie gesagt, eins verkauft finden von den Rädern. Also was jetzt seit 7 Jahren oder so stand das da. Und das ist gestern verkauft worden. Und das ist halt so bei mir. Bei mir braucht das langsam, weil die Räder kosten ja auch ein bisschen Geld, weil ich einfach auch Geld drin gesteckt habe. Das war ein ganz einfacher Herkulesrahmen. Ich habe den komplett neu aufgebaut mit Neuteilen. Und musste den natürlich irgendwie ansetzen im Preis, ja. Und gestern kam halt einer, der hat es bezahlt. Der hat sich umgesetzt und gesagt, fährt doch geil, ist doch gut, ist meine Größe, ich kaufe das. Fertig. Genau, na, zu Stadler, wie gesagt, klar, ja, ich glaube, sie hat mehrere Räder halt ausprobiert bei Stadler. Und sie würde gerne das... hätte gerne das Geld gehabt. Ist ja alles gut gegangen. Wir haben das geschafft. Ist schnell verkauft gewesen. Oh! Genau.
Genau, das hat sie halt auch, sie hat ja angerufen, nachgefragt, also sie ist, sie durfte es nicht zurückgeben, weil sie es halt dort vor Ort gekauft hat. Sprich, es ist kein Fernabsatzgesetz, greift dabei Fernabsatz. Fernabsatzgesetz oder so heißt ja, du kaufst ja die Ware auf dem Bild. Und wenn sie denn da ist, dann musst du immer die Möglichkeit haben, sie anzuschauen. Das ist genau das, was ich eben nicht möchte. Das ist genau das Problem, was ich damit habe, mit diesem aus der Ferne zu verkaufen sozusagen. Weil die Leute das ja doch nur auf dem Bild sehen und sich dann eben, gerade bei Rädern, das muss stimmen, das muss einfach passen, das muss hier fallen. Und das, deswegen haben die Leute, wenn sie aus der Ferne kaufen, per Bild, immer noch mal die Möglichkeit, wahrscheinlich das immer umzutauschen. Ja, aber wenn sie im Laden waren, sich das angeguckt haben, und sie ist ja da einmal rumgefahren kurz, ne? Das war ja nichts. Aber es war nagelneu. Es war flammneu, wirklich. Die Reifen waren sauber, alle. Es war tippitoppi. Und das wurde entmontiert von Stadler, wohlgemerkt am letzten Mittwoch, und die Reifen waren nicht aufgepumpt. Also die waren völlig lasch. Ja? Also da frage ich mich, was die da als Endmontage machen. Egal, wie auch immer. So, Livestream Community. Ja, das war zumindest die Spam-Abteilung. Aber jetzt schon mal durch. Einen schönen Mittag aus dem Norden Berlins. Danke wieder für diese Weltsendung frei nach Ditsche. Ein Gruß an der Torino. Ja, eigentlich im Grunde genommen ist es Ditsche. Welche Musik meinst du? Da muss ich gleich nochmal gucken. Welche Musik meinst du? Welche Musik meinst du? Welche Musik, welche Musik, welche Musik meinst du? Ach ja, alles klar. Ey, ich weiß Bescheid. Ja, die Reifen mit der Hand aufziehen, das war schwierig. Auch für mich natürlich. Ich frage mich, was der Dislike bedeutet. Mensch, Alex hat geschrieben, was der Dislike bedeutet. Mut zu sprechen, Fragezeichen. Herrlich. Hotte, Wolle, Atze, Tippe, Bus. Ob das Most. Nee, ich habe keinen Stadler, wie gesagt, keinen Stadler mehr im Sortiment. Das ist sofort weggegangen, als sie, wie gesagt, ein zweites Mal da war. Würde ich niemals kaufen, 209 Euro. Ich auch nicht. Sehr gut, ich würde mal sagen, das waren eigentlich Kommentare, wa? Ja, eine Kiste nageln. Wir wollten so viel schon machen, um Himmels Willen, ja, aber ach, ich komme einfach nicht dazu. Ich komme nicht dazu. Wir müssen das alles mal machen, klar, aber wann machen wir das? Jetzt kommt erstmal ein Kunde. Hallo. Hallo. Mister. Wie geht's? Ja, geht so, geht so. Was ist mit das neue Tisch? Sehr hipster. Mit dieses Nachhaltigkeit oder Werbung oder? Ach, die ist aber schon alt, von vor zwei Jahren oder so. Warum? Hipster? Ja, sehr. Deshalb kann ich dein benutzt. Warum? Das? Nein, nur Flex. Flex, besser. Ah ja? Geht nicht. Ich bin hier! Ich bin hier! Ich muss gerade eine Schraube ausbohren. Da. Er schafft, sie schafft jetzt schon. Ich habe deine Brotbox, aber eigentlich ist es meine Brotbox.
Apropos, einen Brief haben wir bekommen. Den meine Frau natürlich schon wieder eröffnet hat. Wisst ihr warum? Er hat da irgendwas gerochen. Nein. Hast du gesehen, hab sie aufgemacht. Ja, ja. Ich hab mir gedacht, irgendwelche Liebesbriefe oder so. Ah, Parfum. Oh, von einer anderen Frau. Ich sag, ich hab auch nicht dran gedacht. Ich dachte, es wäre irgendwas über eBay. Irgendwas. Hier, für dich, Fanpost. Mhm. Ja, ja. Ich habe mir Mühe gegeben, das aufzumachen. Ja. Vom Franz. Ne? Und drin ist Geld. 50 Euro, ey. Also herzlichen Dank. Hallo Familie Müller, ich möchte mich bei euch für die schönen Vlogs bedanken. Vielen Dank für eure Zeit, euer Geld und euer Enthusiasmus. Ich musste den Postweg nehmen, weil er es mit PayPal nicht hat. Aber es ist ja auch richtig, das könnt ihr alle. Es ist ja auch keine Pflicht und alle ganz toll. Macht weiter so und alles Gute für euch. Viele Grüße, Franz. Ja, Franz, herzliche Grüße zurück und vor allem herzlichen Dank. Das für diese Spende, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Also ich habe ja ehrlich gesagt, als ich gedacht habe, ich mal gedacht, naja, mal 2 Euro hier, mal 5 Euro da oder sowas, ja, aber sowas doch nicht. Ja, hallo. Hallo, A little bit. Okay. The locks? Ja. Yeah. Okay. Also auf alle Fälle schönen Dank. Wir freuen uns natürlich auch über Fanpost. Das darf auch mal eine Postkarte sein oder einfach nur, ihr müsst da ja nicht, jeder muss da Geld drin stecken. Wir lesen die Briefe auch ohne Geld. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, ihr Lieben. Wir wollen an dieser Post angehen. Natürlich ist es einfach einen Kommentar zu schreiben, aber so eine schöne Postkarte. Von den Fans, wo auch immer man lebt, sozusagen, ist ja auch toll. Dann kann ich so eine kleine Wand anfertigen, die hier unten im Laden hängt, wo dann jeder irgendwie, wo ich dann so eine Sache anbringen kann. So wie so eine Fanwand oder so. Wir machen heute Anfang. Arn stellt ja nicht aus, offensichtlich. Der wollte ja vorne ausstellen. Deswegen habe ich auch alles frei, oder? Weil ich kann jetzt nicht lachen. Naja, wollte zum 1. März anfangen, wenn zum Steigen. Guck mal, weil du gestern alles nass gemacht hast auf dem Hof. Ich kriege auch sogar meine Hose. Guck mal, hat ja gestern alles überflutet. Und mit auch mal mit deinem. Du darfst nur nicht aufeinander treten. Boah, jetzt sind da hier Anschuldigungen. Nuki, 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 wenn ich das so höre, dann muss ich mir doch mal alles überlegen. Ich hab Lumi gesagt. Ja, ich will den Kaugummi nicht, du musst doch nicht auf mich ausspucken. Du musst doch mal Müll machen. Da, das Müll. Oh, Papa. Halt, da, nehmen wir es, ganz groß. Ich hab's auch. Ich hab den Ofen oder was? Was ist denn, Papa? Ich setze jetzt alles auf! Dann können wir sowas abrufen. Was denn ablaufen? So, Aktion heute. Schiebetür. Scharniere. Ist hier alles geklebt. Schiebetür-Scharnier austauschen. Das hier.
Da ist nämlich schon eine Kugel, da hat sich schon zerlegt. Ne? Sieht man da drin ganz deutlich. Ich bin ja totaler Laie. Ich fange mal an. Indem ich mir natürlich erstmal anschaue, wie das aussieht. Ach, das ist dieses lange. Wunderbar. Da ist man nichts, da muss man nur lösen hier. Also mit dem 16er löse ich hier diese Schrauben. Dann schraube ich die raus. So mache ich das jetzt. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Die hebe ich mir natürlich auf, die brauche ich gleich wieder. Die lasse ich hier liegen. Jetzt laufe ich ums Auto rum. Also ich habe die Tür vorher hier ins Schloss reingehangen, damit sie hier oben aufliegt. Baue mir von außen einen kleinen Stand, dass ich sie mit der Kante aufstellen kann. Wenn ich sie aushänge, fällt sie jetzt runter. Also bitte beachten, festhalten. Das mache ich jetzt von außen. So, ich zeig's hier unten auf den Bock gestellt. Und dann fängt das hier oben rausziehen. Na, ist natürlich eine andere Qualität, ne? Na, hier war mal das Originalteil, der nur jetzt gucken. Da habe ich die Teile nochmal hier. Danach werde ich dann mal googeln, werde ich den Originalteil holen. Ich bin ja immer ein Freund des Originals. Weil das ist einfach eine andere Qualität. Wenn man jetzt hier das dagegen sieht, klappt schon irgendwie, aber original ist das halt nicht. Ja? So. Dringendst abnehmen. Dringendst. Tja, suche ich mal was zum Fummeln.
Ein Schubs, schon sollte das viel leichter gehen. Alles. Jetzt erstmal. Na, und das ist das große Problem, wenn es kein Originalteil ist. Die große Rolle schleift an den Kragen hier. Die kleinen Rollen sind zu weit nach innen gesetzt. Fazit von der ganzen Aktion ist, wer billig kauft, kauft zweimal, gilt wie immer, gilt auch hier, zum Kotzen natürlich, ja. Der Teil taugt schon mal nicht. Exakt mal ja nicht. Oder wir bauen es halt nochmal aus und schleifen die Rolle runter. Bitte? Ja, da ist er. Macht er. Das eine Schloss von der Schiebetür war kaputt. Musste ich reparieren. Und jetzt stehe ich wieder da. Das macht er gut. Das ist ja witzig, der hat auch die gleichen Beziehungen. Ja, ist die gleiche Ausstattung. Die musste sein wegen Lumen. Ja, musste blau sein. Dann kann der Beziehung nicht blau, die wollte blau sein. Ja, ich muss das Teil bearbeiten, ich muss das nachbearbeiten. So geht das nicht. Das ist ja kein Problem. Mach ich einfach, ich weiß ja, woran es liegt. Das ist das gut. Wenn man so ein bisschen Ahnung hat von der Materie, dann geht das durch. Hoffe ich. Ich weiß noch nicht, ob die Kugel gelagert ist. Die haben halt Spiel, die Dinger, und die halten nicht viel. Und die haben auch nicht Kugel gelagert. Das ist doch oh scheiße, das ist doch schmuddig. Hm? Aber wenn sich keiner zu erkennen nimmt, dann kann ich machen. Das Essen schmeckt? Ja, sehr gut, aber war mager. War ein bisschen wenig, gell? Ja, okay. Ich habe auch viel Reste von der Suppe, weißt du? Ich habe auch noch 5-6 Kartoffeln und ich habe die Pilze mit reingemacht und habe mich dann ein bisschen gestreckt. Ist. Aber eine kleine Portion habe ich noch mal gemacht. Ich muss das neue Teil jetzt schon modifizieren. Weil es eine Fehlkonstruktion ist. Deswegen 15 Euro. Das war nicht 15, war mehr. 18. Bringt da durch. Würde ich nehmen auf alle Fälle. Ich hoffe, dass das jetzt danach passt.
Weil das hier, das, was jetzt hier zu viel ist, schleift an der Schiene, an der Führungsschiene. Also im Original sind diese Röllchen hier, die hier, weiter nach innen, sodass das Röllchen quasi automatisch weiter nach außen kommt. Papa, du meine? Achtung! Du musst mal den Kopf wegmachen. Nee, das passt ja nur bei T4. Nein, 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 nicht da. Das mache ich. Sand. Das ist kein Sand, das ist all Staub. Hopp, du Kackersand. Achtung, das Wetter sehen. Oh. Achtung. Ich liebe das. Du liebst das? Ja. Das muss ich. Nee, 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 nicht kaputt machen. Das ist nicht kaputt. Ich hatte das schon mal eingebaut, schon alles, aber passt da halt nicht. Jetzt müssen wir das hier abmachen. So, abgeschliffen haben wir jetzt. Schauen wir nochmal das hier. Ich zeige dir, du bist ganz blöd. Mama, dir ist das blöd. Ich bin das. Das ist ohne. Ja. Papa ist ohne. Hey, nicht das Auto anschließen. Papa, nicht das Auto anschließen. Ja, hier ist ein bisschen schwer, aber der Anfang ist viel leichtfüßiger. So, Türscharnier oder Türgleitsystem. Was auch immer, Türleitrollensystem Einbau bei VW T4 ist ja erledigt, haben wir geschafft, wunderbar, freut mich. Zumindest das mittlere Teil, das obere Teil ist nicht vonnöten. Das untere Teil muss ich auch noch tauschen. Das werde ich dann nochmal tun. Und ich würde jedem empfehlen, jetzt ein Originalteil zu holen. Also den Nachbau, den muss man erst, ja, erst nachbearbeiten. Und ja, das ist ja dann auch nicht wirklich. Ne? Also es soll schon original sein und soll dann auch schon wirklich funktionieren und richtig fluffy laufen. Tut es halt so leider nicht. Irgendwie das einkalkulieren. Ja, ich bin selber davon ausgegangen, dass ich ja, so überschaubar verlässlich funktioniert zurzeit. Ja, muss jetzt so. Jetzt. Hat nix da. Ja, aber jetzt ist fast 20 Uhr, ne? Jetzt fängst du an quasi. Das ist eine Stunde mit Einräumen. Jetzt ist mager. Felix, wie war denn dein erster Tag hier bei Dings und Bums, bei Hinz und Kunst? Ja. Hat ganz gut angefangen, ja. Aber danach, und es ist halt angefangen, immer schlimmer zu werden. Ja, sagt er doch, körperlich schwer. Nicht gut, nicht gut. Das erste Mal jetzt. Komme ich überhaupt noch? Komme ich nicht? Das alles ist ja auch Stress, den du. Ne? Was machst du denn jetzt? Ich sortiere das Werkzeug ein bisschen weg. Nebenbei. Ja, aber was machst du jetzt? Achso.
Die hat da offen rund um die Uhr. Ja, wird schon. Frage der Wartezeit, aber ich habe ja auch da so viel Zeug zu schleppen, was ich eigentlich ja, minimieren wollte, aussortieren wollte. Das wächst mir gerade manchmal halt ein bisschen über den Kopf, wenn man vielleicht merkt. Ja. Naja, und dann mich noch um morgen früh kümmern ein bisschen. Ja. Was nicht morgen früh schon wieder so was kommt wie, oh ja. Kannst du mal noch mal helfen, noch ein letztes Mal. Ja, hast du jetzt Schmerzen oder was? Jein, wenn ich so direkt reinhorche, ja. Und wenn ich es halt drehe, nach innen, nach außen, und ich weiß halt, wie es wehtun würde, wenn ich es nicht behandelt hätte. Ja. Was ich meinte mit dem Ibu und so weiter. Also ja, da konnte ich kaum stehen vorhin. Ich bin so gelaufen. So, ohne Witz. So. Ja, das ist vielleicht schwer so vorzustellen oder keine Ahnung, aber. Ja. Gut, hatten wir ja alle schon mal irgendeine Verletzung, das kann man sich schon vorstellen, aber. Ja, sonst. Na, glaubst du, das ist was Inneres oder nicht? Ja, kann oder glaubst du, aber, das ist nur verrenkt oder beschissen? Ja, und wird verlagert oder deplatziert und dass es morgen wieder weg ist. Aber natürlich wäre dann wahrscheinlich Ruhe das Beste, was man machen kann. Ja. Da muss ich ein gesundes Mittelmaß finden. Eigentlich habe ich ja auch noch Sachen vorbereitet, die ich noch abholen wollte aus dem Heim da oben. Und das wird alles ein bisschen ja, sehr knapp, wenn heute Abend. Habe ich den Salat. Ja. Gestern einfach auf die leichte Schulter genommen. Naja, ach, das wird sich schon irgendwie richten und. Ja. Muss man halt ernst nehmen. Entweder ich will ja, mehr, also weg davon ja, und hin zu, dass ich klarkomme und arbeitsfähig bin. Weil das hängt einfach direkt miteinander zusammen. Ja. Ja, genau, je mehr ich brauche, desto weniger leistungsfähig bin ich. Beziehungsweise ohne. Ja. Genau. Einfach ist das. Ja, was machst du jetzt heute Abend noch? Ja, mich entscheiden auf jeden Fall erstmal, weil alles kriege ich nicht hin. Ja, entweder die Tasche, die hauptsächlich den ganzen Haufen CDs wegfeuern oder ne, irgendwo hinlegen zum Verschenken. Ja, die in der Tasche sind, ja, oder halt dich fragen, ob ich die Kiste nochmal hier lassen kann. Ja, das wäre natürlich am gesündesten. Ja. Und dann gucken, dass ich Ruhe finde, aber vorher, ja genau, natürlich nochmal eine Runde Zeitung oder Postkarten oder was anbieten, ja. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, also brauche ja Kohle morgen. So, das habe ich noch vor, ja. Und am besten halt. Wie viel verballerst du denn am Tag? Vor 0 Uhr nach Hause kommen. Ja. Und da aber so, dieses Plus-Minus ist das ja, der 20. Also. Und dann kommt es natürlich, gibt es halt auch Schwankungen, ne? Mal hat mal wer. Und was nimmst du? Besseres, mal schlechteres. Und was nimmst du? Ja, wenn ich. Ja, Upper und Downer, also 18 und so. Beides, ja, von der. Erbensorte. Für 20 kriegt man auch keinen vernünftigen Koks wahrscheinlich. Ja, je nachdem. Deswegen meine ich ja mit Qualität ist halt auch manchmal so ein Lotto. Was ist doofe Frage wahrscheinlich, aber was ist denn mit Entgiftung? Ja, war ich ja erst und ja, das war natürlich halt übertrieben auf dem Level, auf dem ich da gewesen bin. Ja. Aber das mich. Wieso? Naja, bevor ich da rein bin, meine ich. Weil ich da vielleicht 5 Flaschen Wein am Tag getrunken habe, ja, und dann noch 5-mal ein 20 brauchte oder so ungefähr jetzt, ja, im Maximum. Ja, manchmal habe ich dann aber auch weniger hingekriegt oder weil ich auch kein Nerv mehr drauf hatte und habe es dann, ja, einfach schleifen lassen und habe mich gehen lassen, so, ja.
Hast du ja gesehen, wie am Ende ich war, oder? Ja, vielleicht kannst du es nicht so vorstellen, aber ich glaube, ein bisschen hat man es mir schon angesehen, oder? Den ersten Tag, wo ich hier eingelaufen bin. Ja, ich kenne dich immer. In allen Phasen, auch wenn du dich versteckst vor mir, wenn du mich auf der Straße siehst. Ich sehe dich ja trotzdem. Hm. Na klar, das ist mir auch nicht immer so. Wie ist denn dein Plan jetzt für die Zukunft? Hast du überhaupt einen Plan? Ja, über das Arbeiten. Da konnte ich nur nicht hingehen jeden Tag. Ja. Weil die meint es ja auch gut mit mir. Von 12 bis 6. Von 6 Stunden. Ja, aber was ist denn? Das ist ja kein Entzug. Verstehst du das? Ja, nein. Ich sage ja auch, über diese Kontinuität, über diese Schlichttermine, ja, weil ich dort halt richtig strikt keine Chance habe zu konsumieren. Allein in der Zeit, wo ich da bin. Du bist der Meinung, das funktioniert? Das funktioniert doch nicht meist. Du kommst doch raus, dann kommst du zu mir, du nimmst einen 20, gehst los und konsumierst. Das ist doch Quatsch. Ja, normalerweise. Aber ich teile mir den ja ein. Der geht ja nicht auf einmal drauf. Also, ja, wenn ich gut bin, dann kann ich den. Was schnippst du den Rest von der Straße oder was? Wie? Den Dreck von der Straße oder was schnippst Nein, du da? Wie schnippen? Ich meine, ich kann mir das doch einteilen auch. Man braucht zwar immer 20 Euro, um das überhaupt kaufen zu können, aber ich verbrauche ja nicht mit einmal 20 Euro. Das habe ich früher gemacht, ja. Aber mittlerweile portioniere ich das mir meistens ein. Ja. An besseren Tagen kann ich, auch mit einem 20er kann ich mir das in 4 Portionen teilen. An guten, ja. Oder in 3. Aber, so. Dein Ziel ist es doch, ohne den Scheiß klarzukommen, oder nicht? Oder genau, nicht? Genau. Und da ist die Frage. Und da ist der Plan, mit einem, also halt auf ein Minimum, ja, zu bleiben, bis ich einen besseren Arzt finde. Einen Substitutionsarzt. Ja. Und mit dem kann man machen, dass man ambulant, dass man nicht in die Klinik gehen muss dafür, eine Substitution, dass man so wie Methadon und so weiter kriegt. Ja. Aber du willst nicht komplett weg. Ja doch, aber erstmal. Es ist eine komplizierte Angelegenheit. Ich will mir jetzt natürlich auch irgendwie nicht eingestehen, ja, dass ich jetzt schon wieder fast von vorne anfangen kann. Oder ich habe ja die Entgiftung gerade hinter mir und ich kann jetzt auch ein halbes Jahr lang auf so einen niedrigen, und das macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt. Na, aber wenn du eine Entgiftung hinter dir hast, dann brauchst du doch nichts. Theoretisch, ja, genau, das ärgert mich ja auch. Warum? Warum? Was ist denn der Knackpunkt? Warum hast du angefangen wieder? Weil ich blöde bin, wenn ich das wüsste. Es gibt nicht einen Grund, der mir erkennt. Leichtsinn einfach auch. Leichtsinn oder falscher Überheblichkeit oder mir gegenüber, dass ich denke, ich bin stark genug, dass das bei einmal bleibt oder irgendwie. Ja. Aber wie lange konsumierst du denn schon? War ja auch nicht dann, also wann hat das angefangen? Ja, mit 2010 so extrem. Das ist noch gar nicht so lang. Nee. Also, ich war ja auch mal lange weg davon auch, ne? Jahrelang. Früher war ich auch nicht richtig drauf, aber genommen habe ich ja alles schon mal und auch ein bisschen Dollar. Und das hat mich teilweise dann auch überheblich gemacht, weil ich dachte, wenn ich das einmal gepackt habe, das schaffe ich dann auch wieder. Ja, ich bin stärker als das Zeug und das funktioniert aber nochmal nicht bei allem. Das mag vielleicht bei Amphetamin, bei Ecstasy oder sowas gehen. Ja, oder bei Kiffen, weil mir das ja auch nicht gut tut oder so nicht gut tut, dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Dann kiffe ich halt nicht mehr seit 15 Jahren, aber bei Hero ist, da muss ich eingestehen, dass ich da größtenteils kapitulieren muss vor. Wie schafft man das denn, dass du davon weg bist nach dem Entzug, nach einer Entgiftung? Wenn du dann jedes Mal dieses Hochgefühl wieder hast oder so, sagst du, total, alles geil, ich kann die Welt besiegen, ich bin stärker als Heroin. Ja, einfach nicht aufgeben und nochmal probieren. Also eine Therapie, das wäre mir zu krass, ja. Weil warum? Das ist ja schon heftig, so einen Antrag zu machen und so, einfach wegen dem Aufwand. Ja, und immer wieder. Was für ein Aufwand, dein Leben zu retten? Ja, und weil es so teuer ist oder was weiß ich, aber. Aber doch nicht für dich. Das ist ja immer eine Frage des Verhältnisses. Ja, nee, für mich nicht, aber für den Steuerzahler oder was. Aber das ist sehr nett gedacht von dir, aber hat man da nicht. Ich glaube, die geben sinnlos Steuergelder für irgendwelche Prachtbauten aus. Ich glaube, das sind diese ganzen Therapiegeschichten, die da finanziert werden.
sind lange nicht so hoch wie die Ausgaben, die sinnlos irgendwo in der Heide versenkt werden. Für Schlaglöcher, die nachher nie ganz fit gemacht werden. Was ja vielleicht ein paar Prozent wirklich okay wäre oder gut angebracht. Ja, gucken, na gut, und in anderen Ländern gibt es halt nur Wasser und Brot und ja, dann warum nutze ich dann das nicht, ne, dass es Angebot gibt. Aber ich meine, warum kommst du denn eigentlich nicht mal zu mir? Genau, direkt. Warte mal, warum kommst du genau direkt? Ja. Warum kommst du denn nicht mal dann? Warum kommst du immer, wenn es dir schlecht geht? Das hatte ich vorgehabt, ich war gar nicht weit weg. Und, ja, toll, ja, aber ich bin ja immer da. Ich bin immer da. Ja. Jetzt habe ich ja wenigstens auch mal ein bisschen mehr, ein paar positive irgendwie Erfahrungen oder Tage auch gehabt, ja, wo auch was funktioniert hat oder ne, wo man auch auf mich zählen konnte. Und vielleicht war das auch, ja, vielleicht hilft das ja im Hinblick, dass es in Zukunft so funktionieren kann. Dass ich direkt dann am nächsten Tag irgendwie hier ja, auflaufen kann. Weil also so im Prinzip habe ich mir ja so schon gedacht. Meiner Mutter erzähle ich das nicht unbedingt, weil ja, viele von denen sind ja nicht so der Fan davon, weil das ja nicht denn offiziell ist oder du kein Therapeut oder und. Ja, aber in vielerlei Hinsicht ist das ja. Ich bin kein Therapeut, ja, ich werde nicht bezahlt. Aber, sagen wir mal so, ich werde nicht bezahlt für das, was ich mache. Ja, genau. Aber wie gesagt, trotzdem braucht man ja vielleicht auch einen Menschen, der irgendwie da ist, Ansprechpartner. Genau, und halt so. Eben auch nicht therapeutisch, und sondern ganz. Genau, ganz eben, den man sich selber vielleicht auch aussucht oder so. Ja. Ja, also ich zwinge ja keinen herzukommen oder so, aber ich, wie gesagt, ich kann nicht ja gut leiden. Also ja, das ist ja auch schon mal was wert. Ja. Ich finde es halt schade, dass du das im Grunde genommen die Chance, die du da ergreifst, dann auch in einer Hinsicht, dass du das dann im nächsten Moment bei dem ersten Hochgefühl vielleicht gleich wieder so über Bord wirfst. Ja, beziehungsweise also oder dann abwarte, bis es zu spät ist, ne? Anstatt halt das aus dem Vollen zu shoppen, wenn du schon, ja, wenn das Angebot schon so da ist von deiner Seite, dass ich das halt ja auch gleich effizient bin, ja, nutze. Ne? Und ja, aber nicht du weißt ja schon, dass wir das Spielchen jetzt schon seit Jahren machen. Das machen wir echt schon seit Jahren, geht das so. Jedes Jahr kommst du hier zu mir und hast irgendwie immer so deine ein Tag, manchmal zwei, das höchste waren mal 3 Tage. Und da hast du sogar auch deine Mutter angerufen, hast gesagt, ja Mensch, ich kann jetzt hier arbeiten, ich bin ganz stolz und so. Ich weiß nicht, das ist ein paar Jahre her jetzt. Da warst du echt stolz auf dich selbst, das fand ich richtig gut. Und am nächsten Tag, plump, warst du weg. Wieder für ein halbes, dreiviertel Jahr oder was, dann bist du kurz mal vorbeilaufen. Also, das ist doch scheiße. Also das ist natürlich, weiß ich nicht, du bist ja auch ein... jemand, der was kann. Also du bist ja nicht irgendwie, dass du dich schämen müsstest, also für dass du nichts kannst oder so. Ja? Du musst ja nicht mal also depressiv sein in dem Sinne. Ja? Oder so diese depressive Schiene oder so, die ist ja gar nicht angebracht bei dir. Du bist ja clever. Du kannst was, du kannst arbeiten. Habe und, ne, ja, so jeder hat mein Mann, scheiße, ich stehe morgens auf. Mir tut mein scheiß Rücken weh, Alter, ich habe die ganze Nacht irgendwie schief gelegen, weil irgendwie 3 Kinder mich aus dem Bett drücken. Dann krieg ich ja auch keine depressive Phase oder so. Oder habe total schlecht geschlafen oder irgendjemand klaut mir was. Natürlich bin ich dann kurz, erstmal hast du auch so einen runter, ja. Denkst du, scheiß dir Idiot, der bist du sauer und so. Aber dann machst du du musst doch weitermachen irgendwie. Ja. Du musst einen Antrieb für dich selbst finden, der dich irgendwie. Also wie gesagt, ich kann da gar nicht aus deiner Situation reden, weil ich überhaupt keine Erfahrung habe. Weil ich das nie, das hat mich nie gereizt, Drogen, in welcher Form auch immer, habe ich nie probiert genommen. Aber das alleine ich kann das nur aus meiner Sicht so, aus meiner recht unwissenden Drogen-Erfahrungssicht so sagen, dass ich mir vorstellen kann, wenn du einen Anreiz hast, der eben nichts mit diesem Metier zu tun hat, Drogen etc., also irgendwie eine Anlaufstelle, irgendwie sowas bietet hier, dann ist es vielleicht eine gute Sache. Also schaff dir doch irgendeinen Anreiz. Ich weiß ja nicht, was dich motiviert oder so. Das weiß ich ja eben nicht. Ob es Familie ist, ob es dies, das, jenes ist. Aber gerade motivieren auch, dass du so zum Beispiel damit umgehst, das sind die wenigsten, ja. Und in so vielen Punkten hast du das. Ja, ziemlich, sag ich mal jetzt, so miteinander oder human oder was weiß ich, wie auf dem Kasten. So. Und wenn wir Sachen so, ja, was deine Meinung betrifft oder Haltung gegen Strich gehen würden, dann
würde ich da auch anders oder würde ich dir das auch sagen oder ja, so. Aber alleine, dass du da so zu stehst und sagst, ich kann da wenig zu sagen, weil ich die Erfahrung nicht habe. Alleine die Erkenntnis, die Einsicht oder ne, das Verständnis. Ja, aber das ist klar, man sollte ja nicht über Dinge reden oder urteilen, die man selber gar nicht erlebt hat oder so. Ich habe zwar viel mit Leuten zu tun, die konsumieren, und hatte auch in der Vergangenheit viel mit Leuten zu tun, die konsumieren. Und einige sind auch schon nicht mehr von diesen Leuten, die mal, die recht gute Kumpels denn auch waren. Trotzdem nutzt du es nicht und projizierst das auf mich, die Erfahrung. Kann so ich nicht, weil das geht auch gar nicht, weil ich denke, da ist jeder irgendwie anders und so. Das machen also, aber viele. Das ist schon wieder anders. Ja, ich denke nur, dass das vielleicht eine gesunde Geschichte wäre. Und ich versuche dir auch nur irgendwie so einen Punkt zu geben, dass du sagen kannst, eben mal nicht in irgendeine Therapieeinrichtung oder was weiß ich was, das kannst du natürlich machen, wie du willst oder wie es sein muss denn. Aber du könntest halt auch herkommen und hättest hier auch zu tun. Und du fragst mich halt zum Beispiel auch, ne, was denkst du denn, was hältst du denn davon? Und alleine das, dass ich mir selber darüber im Klaren oder selber einen Kopf dazu mache. Ja, zuerst musst du dir sowieso selber im Klaren. Zuerst muss doch der Mensch selber, du musst doch den Anreiz. Ja. Das ist immer so, wenn du jemanden versuchst, der rechts rumgehen will, versuchst ihn aber links rum zu treiben mit irgendwelchen Argumentationen, was weiß ich, meinetwegen am Ende mit einer Peitsche. Der wird immer widerwillig den linken Weg gehen, weil ja eigentlich sein Körper, der will da rechts rum. Ja. Zack. Okay. Und deswegen ist das einfach nicht möglich. Du kannst jemanden nicht drücken in irgendeine Form. Das funktioniert nicht. Du kannst ihn gegenüberstellen und ihn ansprechen und sag mal, hey, was machst du denn, warum denn? Und so. Genau. Das ist ganz einfach. Also deswegen, das musst du am Ende oder am Anfang musst du das schon selbst für dich entscheiden. Gar nicht am Ende, sondern am Anfang, es steht deine Entscheidung, dass du eine Therapie hast. Ich frage ja nur, was ist denn mit Therapie? Was ist denn mit Entzug oder Entgiftung? Oder mit einem Arzt. Und noch wenn ich halt jetzt nicht. Wo bist du denn? Bei welchem bist du denn? Bist du denn hier bei vorne an, bei dem hier? Bei Hahn und Weber, ja, aber bin jetzt da auch nicht mehr regelmäßig, weil, ja. Naja, das wird ja auch wahrscheinlich immer schwieriger. Wie viel deine Entgiftung ist das bei dir gewesen? Ja, das hat mit der Entgiftung ja nichts zu tun. Nein, ich meine, es wird vielleicht immer schwieriger, auch diese Entgiftung, dass man die Übernahme. Nein, von der Krankenkasse. Ne? Das geht bei Therapien ist das nochmal anders, aber bei einer Entgiftung geht das ja. Und am Anfang war das noch so, bei den ersten 1-2, ne, weil sie da noch gehofft haben, so Arbeitsmarktreintegration und. Jetzt bin ich ja nicht mehr beim Jobcenter. Das heißt, das ist alles, ja. Die wünschen mir halt viel Glück und tralala, aber ne, die, ja. Setz mir das jetzt noch kein Riegel vor, aber kann auch durchaus mal passieren, dass da was gesagt wird. Ja, also eine Entgiftung ist ja immer notwendig. Also das ist ja klar, die hast du ja, wenn du irgendeinen Scheiß gemacht hast. Oder ein Übergang. Das meine ich ja gerade, dass wenn ich noch nicht zu tief drin bin, dass ich, wenn ich mit einem ambulanten Arzt quasi, mich substituieren würde, ja, auf was umstellen, also von den Drogen weg, Stück für Stück, aber kann man das Methadon, oder? Das kann man auch ohne Klinikaufenthalt machen, genau, draußen. Ja, aber mit dem Methadon bist du doch dein Methadon abhängig. Ja, genau. Du tauschst doch. Aber das kann man besser abdosieren und ausschleichen, weil das viel reglementierter ist, weil ich dann eine psychosoziale Betreuung noch habe, wo ich regelmäßig zweimal die Woche hingehe. Genau, aber das ist doch das, was ich meine, was genehmigt werden muss oder so ein Scheiß, war? Das ist sogar automatisch. Aber ich meine jetzt nur, das ist denen teilweise sogar lieber, als wenn ich dauernd zur Entgiftung gehe, ja, oder halt einmal fest beim Arzt bin. Aber ich meine, was die Sache ist, das meine ich doch gerade mit Qualitätsschwankungen oder auf der Straße, wenn ich da halt meinen Stoff hole und denke, na toll, das war jetzt aber nicht so gut, ja, und dann ist noch Freitag, ja, oder ich habe noch irgendwie wo ein tolles Buch oder was ich anbieten kann, ja, oder einen Satz neue Zeitungen und weiß, wo ich die noch loswerden kann, ja, also noch Geld machen oder was weiß ich, dann oder irgendein anderer Anreiz da ist, ja, noch mehr zu konsumieren, oder weil das Material eben schlechter war, das kann man halt weniger gut berechnen, als wie wenn man das fest vom Arzt dieselbe Dosis, ja, bekommt. Na und dann langsam ausschleicht, genau, ja. Stück für Stück, ja. Aber und das ist auch Teil des Programms deines Programms, dass du das ausschleichen, du willst. Und das ist doch der Knall, weil du gerade fragst, was macht das denn für einen Unterschied?
ob ich das beim Arzt kriege oder halt. Nein, die Frage nicht, was macht das für einen Unterschied? Die Grundfrage ist nur, dass man grundsätzlich bis jetzt erstmal davon abhängig ist. Egal, ob wie das Zeug heißt, ob Methadon oder. Ja, aber das macht einen immensen Unterschied. Ja, ob ich wo das du so natürlich nimmst, um welche Qualitätsstufe und was auch immer. Das ja, und vor allem einheitlich. Genau. Ja. Und in dem Reglement. Also da ich kann ja nicht nach Lust und Laune zum Arzt gehen. Aber und sagen, spritzt, man noch ein bisschen du was spritzt lieber. Ja nicht, du rauchst ja, was? Jetzt, ja, doch, unterschiedlich. Beides, ja. Aber das hat aber in Bezug auf Substitutionen nichts zu sagen. Außer es gibt natürlich dieses Diamorphin-Programm, aber das ist nochmal richtig krass. Also das ist synthetisches Heroin. Was man dann spritzen würde. Ja, aber spritzen ist ja halt gefährlicher, ne? Ja, genau. Ja, von daher ist das ja gut. Also das Substitutionsmittel, was ich nehmen würde, würde ich nicht spritzen. Hm. Naja, ja. Meine Fresse. Aber bist du dran, irgendwas zu suchen? Oder weil man hört ja immer, ja. Das ist okay. Tatsächlich auch bei anderen, man hört ja immer, ich will. Genau. Aber bist du da zeitnah dran? Da war es in Aussicht und, ne? Ja, genau. Naja, was heißt zeitnah? Die letzte Zeit, wo ich hier angefangen habe, habe ich doch tagsüber, ne, manchmal so was organisiert, wo ich dann mal eine Stunde weg bin. Ja. Ja, und irgendwie im Sozial in Kontakt laufen, das habe ich zum Beispiel sonst nicht unbedingt selber hingekriegt, ne, wenn okay. Ich auf der Straße war. Das habe ich dadurch, dass ich hier war, regelmäßig und das so einplanen konnte. Ich bin dann eine Stunde genau da, sonst habe ich das oft. Ach, mach ich morgen, weißt du? Na, und was machst du denn da in dem Moment? Ja, dass ich mit denen abgeklärt habe, wie, dass ich die Arbeit jetzt zum Beispiel anfange, ja. Also mit der Beratungsstelle vereinbart und. Dann, dass ich mir Arztadressen mit ihr rausgesucht habe und. Also, ja, was heißt zeitnah dran, um deine Frage zu beantworten? Ich habe letzte Woche oder ne, vor zwei Wochen was gemacht und es dann jetzt liegt an mir. Dass ich eben diese Woche weitermache. Ja? Also ich habe den Zettel mit Adressen vom Arzt und genau, ich kann weitermachen, dran arbeiten oder halt auch nicht. Ja, ja, aber du hast und Bock, das weiter zu verfolgen natürlich. Das muss genau, weil ich auch so Tage wie heute zum Beispiel überhaupt keinen Bock mehr habe, aber ja, das ist halt teilweise, ja, wie gesagt, auch leichter gesagt, es geht ja genau wie mit dem ganzen Kram, mit den CDs. Ich will vielleicht doch die eine behalten oder die andere. Kann ich mich nicht entscheiden. Wenn dann doch noch so ein Stapel. Ja, und sortiere nur drei CDs aus. Das ist ja auch eine Frage meiner Persönlichkeit ein bisschen. Ja gut, das musst du ja auch nicht über Knie brechen. Du kannst die zu der CD-Geschichte, du kannst die Sachen hier lassen, aber eben natürlich auch begrenzt. Ja, ne? Und, aber dann in den Keller rein müsstest du die machen. Und die kannst du ja wahrscheinlich auch zu dir dann in deine Bude nehmen. Genau, ich wollte sie nur nicht dort drinnen mitnehmen, also dorthin nehmen alle und dort dann aussortieren, weil das wird total schwer. Bist du so Messi vorgemacht? Also das ist ja nicht schlimm, Es ist ja schon schlimm bei mir. Hast ja teilweise gesehen, was für Räder ich aufgehoben habe oder ne? Sachen und alle. Und es fährt doch noch oder ist doch noch gut oder so, wenn ich erinnern kann. Teilweise auch aus Unkenntnis, weil ich nicht wusste, dass der dann angebaut ist. Das ist ja die zweite Therapie dann. Ach, ja. Naja, eben. Und deswegen, da habe ich zum Beispiel mir die Klamotten geholt, deswegen brauche ich vielleicht auch so lange, weil ich mir da zwei Müllsäcke hole und dann dort ne, um die Ecke oder vielleicht auch hier in Neukölln mich irgendwo auf die Straße packe und dann zwei, drei Stunden aussortiere. Ja, und je klarer mein Kopf ist, umso besser funktioniert es auch. Also in letzter Zeit bin ich da ziemlich gut drin und das freut mich, dass ich da halt auch Fortschritte mache, weil da ist wirklich, früher hätte ich vielleicht drei Pullis aussortiert, ja, und hätte noch zwei so Müllbeutel irgendwie halt voll, ja, die ich dann mit nach Hause geschleppt. Und jetzt ist es genau andersrum. Ich nehme mir drei, vier Kleidungsstücke, ja, und das andere, bam, weg. Irgendwie muss ja nicht viel Müll schmeißen. Wie viel hast du denn noch an was? Ja, das sind noch, jetzt noch vier, fünf, sechs, so eine halbe Müllsäcke voll. Mit Klamotten, mit teilweise Büchern. Ja, da musst du mal durchgehen, oder? Mit Elektrogeräten, ja, und ich kann es halt auch nicht ewig da stehen lassen, ja. Und dann immer rausfahren und, ja, wie gesagt, das ist halt heute, ja, also wenn ich das jetzt noch mache, der Weg dahin, es dauert ja, fast eine Stunde. Jetzt machst du das halt nicht mehr. Fast eine Stunde heute hin. Heute musst du dich im Haus abholen. Ja, wie spät haben wir denn überhaupt? Fast eine Stunde 10. Hin. Warum ist jetzt habe ich schon wieder den Supermarkt hin. Fast eine Stunde Anfahrt, weißt du? Du hast ja meinen Wecker, ich habe keine Uhr mehr hier. Ach so, ja. Okay. Aber, naja. Also gut, dann kann ich das ja, wenn ich dann zische ich jetzt los. Genau, dann pack die Scheiße noch auf die Seite, bitte. Hier rein, ja. Ja. Also Pfand übrigens, hätte, gab's dann heute Morgen, gab's 3 Euro, ja. Ja, geschenkt. Ja.
Ach, Mann. Mensch, Felix, das schaffst du. Ja. Das ist nicht nur ein Spruch, das musst du. Das geht. Vor allem, wenn du sagst, reden, das sind ja Leute, da ist das mehr wie so eine Pflichterfüllung, oder? Ne? Ja, weil die Wände nicht. Ich lasse mir das erzählen, bla bla bla. Ne? Das Verhältnis ist, aber das ist halt bei dir nicht so. Und freut mich schon mal auch, weil nur so kann es denn fruchten. Ne? Ja. Genau, oder lass den hier auf der Seite stehen. Aber eben, das muss eben ein bisschen aus dem Weg, Alter. Ach, Mann. Okay. Wie stehen wir denn sonst bei dem mit heute? War das dein Ding hier unten auf dem Boden? Ist okay? Auch? Ja? Ja, stell das mal. Ja, ja. Feierabend. Bis dann. Was soll ich dazu sagen? Vielleicht erzähle ich auch Quatsch oder so, aber irgendwie erzähle ich ja nur aus meiner Sicht und wie ich das sehe und wie es so rüberkommt. Und ist ja auch Interesse bei mir vorhanden. Also, er kann mir mehr erzählen, als ich ihm. Ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Das tut mir irgendwie leid, weißt du? Das ist eigentlich ein netter Junge. Macht's gut. Bis morgen. Ich sag mal ciao. Wir sehen uns. Durchhalten. Und nochmal schönen Dank an den Franz, ja, für den Brief und für die Spende. Also, das war toll. Ja. Unterstützung können wir immer gebrauchen, das kommt immer gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn jetzt heute vielleicht nicht ganz so interessant war, obwohl das Gespräch jetzt zum Schluss ja vielleicht auch ganz aufschlussreich oder so. Und das bisschen Bastelei von mir am Transporter geht ja auch. Also so fahrradtechnisch war jetzt eben nicht so die drallen Dinger. Gut, bis morgen. Ciao.